Bloomborough Bundle. Ich liebe Bundles. Ich finde Bloomborough richtig cool. Deswegen freue ich mich hier drauf. Gucken wir mal rein. So Leute, wir gucken uns heute an das Bloomborough Bundle. Dieses Bundle wurde uns zur Verfügung gestellt vom lieben Liplab, aka Fabi. Vielen, vielen Dank an dich. Ihr könnt mal unten in der Videobeschreibung schauen. Der liebe Fabi hat dort seinen Instagram-Kanal, beziehungsweise ich habe den Instagram-Kanal vom lieben Fabi dort unten angesetzt und auch sein Card Market. Karten, die ich hier öffne, werden zum Großteil bei ihm auf dem Card Market-Account landen. Zumindest die Sachen, die was wert sind. Und ja, ansonsten schaut mal bei ihm nach. Er macht sehr, sehr coolen auch Content, ein bisschen Behind-the-Scenes-Content. Und als Händler und was er so verkauft und so, das ist sehr, sehr cool auf Instagram. Schaut mal danach. Und ja, wir gucken uns heute mal an. Bloomborough, see what all the fuss is about. 2, 4, 6 Leute. Nee, 2, 4, 5. Ich glaube, das sind die Bösen. Nee, Mäuse und Eichhörnchen. Und ein wunderschönes Otter- und Froschbild. Mit einem sehr coolen Box-Bundle. Oh mein Gott, ist die cool. Die ist wirklich nice. Oh mein Gott, ist die schön. Ich bin gerade ein bisschen verliebt und hyped. Und dann haben wir dieses wunderschöne Teil mit einem Otter, Marken, einem anderen Otter, nochmal Marken. Ja. Dann haben wir, okay, ich bin gespannt. Dann haben wir einen Würfel mit, oh mein Gott, ist der hübsch. Aber, hä? Oh geil! Passt auf, wir haben hier dieses Symbol der von Bloomborough und hier auf der Seite ist auf der 1 eine Tatze. Ist das geil? Ich finde das geil. Oh mein Gott, das ist nice. Ich liebe sowas ja. Ich finde sowas ja so richtig nice. So, dann gucken wir mal an. Wir haben 4 Playbooster in dieser Richtung, 5 in dieser Richtung. Ich weiß nicht genau warum, aber ja. Dann haben wir so ein paar Play-On-Karten. Und jetzt kommt für mich was ganz Wichtiges. Wir haben einen Thunder Trap Trainer, der zweimal 1-2 mit Offspring und man kann die Oberbibliothek anschauen und so. Ist ganz cool. Aber ich will wissen, was da jetzt für Länder dahinter sind. Denn Bloomborough hat 20 verschiedene Länder. Und zwar in allen Jahreszeiten. Das ist der Spring. Dann haben wir hier einen Forest. Das ist der wirklich der Spring. Dann haben wir den hier. Okay. Okay. Ich bin etwas verwirrt von der Anzahl der Karten. Dann haben wir 2 Ebenen, 2 Ding. Und dann haben wir die anderen in... Okay. Hä? Dann haben wir die anderen in Ding, weil das hier ist Frühling. Das ist auch Frühling, glaube ich. Ne, es ist nicht Frühling. Es ist ein bisschen weniger. Und das ist Frühling, das ist Sommer, das ist Herbst, das ist Winter. Und das heißt, wir haben immer den Frühling in voll. Schade. Vertane Chance, einfach ein komplettes Set mit reinzumachen. Und zwar alle non-voll oder voll. Egal. Sehr, sehr spannend. Wir machen uns mal in das Set rein. Ich muss meinen Mülleimer mal ausleeren. Das sage ich schon öfter mittlerweile. Wie immer dabei, ich werde jetzt nicht auf jede Karte einzeln eingehen, sondern nur auf Karten, die ich cool finde. Wie zum Beispiel den Forager. Den finde ich nice. Tappen für ein grünes Mana oder Tappen for Rage kriegt man 2 Mana. Das ist eine Kombination, sehr stark. Und man kann das Deck nach der Skrill-Karte durchsuchen und sie auf die Hand nehmen. Sehr, 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 sehr gute Karte. Ja. Was mit diesen Ländern ist, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Das muss ich unbedingt mal in Erfahrung bringen. Und dort mal reinschauen. Denn ich hätte gerne ein komplettes Set. Das wird auf jeden Fall passieren, dass ich das haben will. Dann haben wir eine Full Art. Und zwar, Season of Gathering. Na, krieg sie rein, dankeschön. Sehr, sehr, sehr cool, noch ein Sumpf. Season of Gathering, mega, weil so eine Karte oder 1-2 dieser Karten können so ein Bundle halt bezahlen. Deswegen, ich liebe Bundles, ich sag's immer wieder, ich wiederhole mich da so ein bisschen. Bundles sind der absolute Wahnsinn. Denn Bundles sind von der Idee her einfach eine wirklich coole Kartensache. Wenn ihr irgendwie so 1-2 coole Karten zieht, die ihr nutzen könnt, die irgendwie cool sind,
habt ihr das komplette Bundle schon raus. Bei einem Display, was irgendwie 130, 140 Euro kostet, ist das tatsächlich schwierig. Oder bei einem Pre-Release-Kit, was irgendwie 35 Euro kostet. Aber so ein Bundle kriegt man halt so für 40, 45, und es sind 9 Booster drin. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, oh Clement, seine Money wieder reinholt oder zumindest gute Karten zieht, sehr, sehr hoch im Vergleich. Ich meine, wir sind jetzt bei der Hälfte. Wir haben schon sehr coole Karten gezogen, meine ich. So, dann Agatha Blade Assassin. Auch spannend. Auch sehr, sehr spannend. Valley Rally ist immer noch so cool mit Gift of Food. So nice, man kann dem Gegner Food geben. Dann der Druid und Jackdaw's Savior. Eine fliegende Krähe, die mit Kreatur mit fliegend aus dem Friedhof eine andere holen kann, wenn die stirbt. Und jetzt muss ich echt mal... Ach. Weil das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das ist schwierig. Also ihr seht den Unterschied in der Kamera, ja? Das hier ist Frühling, das hier ist, glaube ich, Winter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier mit den Roten, hier mit den... Nee, das müsste ein Herbst sein, oder nicht? Hä? Hier sieht man den Schwanz in der Sonne, da nicht. Es ist so weird. Es ist einfach... Ach, ich muss mich damit unbedingt mal auseinandersetzen, mit diesen Basic Lands. Ich mag ja Basic Lands. Bin ein großer Fan von Basic Lands. Und jetzt sage ich was Kontroverses, tut mir leid. Meiner Meinung nach muss nicht in jedem Booster ein Full Art Land drin sein. Full Art Lands waren damals was richtig Besonderes. Mittlerweile ist es halt leider einfach nichts Besonderes mehr. Wishing Well, was macht er denn? Man kann einen Coin reinwerfen. Und Instant of Sorcery in Höhe der... Ui, das ist nice. Und wir haben noch... Stimmt. Ich hab das vergessen. Man kann ja mehr als eine Rare hier drin haben. Wir haben noch eine Lumara Below the Woods drin. Ein Elemental Bär. Einer von den Bösen, weil die Elemental alle böse sind. Sehr cool. War das nicht auch sogar eine teure? Was tut die denn? Wurde auf jeden Fall sehr früh gespoilert. Länder, und wenn die reinkommt, mild und bringt dann alle Länder. Oh ja, getappt aus dem Friedhof ins Spiel. Sehr, sehr gute Karte. Sehr, sehr gute Karte. Oh mein Gott. Hab ich sogar nicht am Schirm gehabt. Dann das Duo. Azeliant. Der ist auch so cool mit dem Artwork. Komm schon. Kamera. So cool mit dem Artwork. Mentor und Innkeeper's Talent. Weil ich jetzt schon öfter gefragt wurde. Talents funktionieren folgendermaßen. Das ist eine 2-Mana-Verzauberung, die den obersten Effekt hat. Eben zu Beginn des Upkeeps eine +1/+1 auf eine Kreatur legt. Wenn ihr dann ein grünes Mana bezahlt, levelt es auf Stufe 2 auf. Dann habt ihr beides. Und zwar Kreaturen permanente mit Marken am Ward 1 und zu Beginn des Versorgungsmanns könnt ihr irgendwo eine Marke drauflegen. Und wenn ihr dann irgendwann nochmal 4 Mana bezahlt, dann habt ihr den letzten Effekt. Wo ihr halt Counter machen könnt. Das ist ganz cool. Sumpf. Clavic. Das hier finde ich so gut. So gut. Das finde ich so nice, weil diese Karten da drin machen das ganze Spiel so schön. Wenn ihr mich fragt. Komm mal, Russ. Dann Might of the Meek. Crumble it and get it. Rabbit Response. Es ist so schön. Die Artworks sind einfach unendlich schön. Starfall Invocation ist eine 5-Mana-Gifte-Karte. Wir zerstören alle Kreaturen. Wenn wir eine giftete Karte haben, dann bringen wir eine Kreatur, die auf diesem Weg ins Spielfeld zurückkommt. Das ist nice. Gossip Talent. Was ist denn Gossip nochmal? Der Otter. Oh mein Gott, ist der hübsch. Lustiger Token. Dann das letzte Booster dieses Bundles. Wir haben bisher 2 Mythics gezogen, die ganz gut waren. Beide grün. Ganz nett. Ganz nett, würde ich sagen, bisher. Jetzt nichts Brokenes, aber hübsch. Wirklich gut. Es war okay. Dafür ist es halt ein Bundle. Mockingbird. Direkt Eminem im Ohr. Der kann Copies werden von Karten. Und noch ein Fisch. Wo ist der Fisch? Ja, soviel zu dem Bundle. Das ist wirklich, wirklich ein cooles Bundle. Ich mag das tatsächlich. Ich finde Bundle einfach sehr, sehr cool. Ich mag Bundle. Und ihr wisst, glaube ich, so langsam, warum. Wenn nicht, schaut euch die anderen Bundle-Videos von mir an. Da habe ich das erklärt. Bundle sind awesome. Kauft mehr Bundle statt Displays oder einzelne Booster oder sonst was. Und ja,
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Fabi. Vielen Dank an meine Patrons. Meine Patrons sind awesome, meine Patrons sind cool. Ihr seht die ganzen Namen der höheren Tier-Patrons, aber ihr könnt mich auch ab 3 Euro monetär unterstützen, wenn ihr das denn wollt. Wenn ihr das nicht wollt, ist das nicht schlimm. Bitte, bitte zwingt euch nicht dazu. Es zwingt euch niemand dazu, ich auch nicht. Aber wenn ihr da Bock drauf habt und auch das leisten könnt, sehr, sehr gerne. Ansonsten Daumen nach oben, abonnieren und so weiter und so fort. Hilft mir genauso. Deswegen vielen, vielen Dank an die Leute, die das tun. Und dann entlasse ich euch in diesem wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.